Grüezi! Halt! Alala! Hallo und herzlich willkommen zu uns bei Innovative Reality 2, 3, nicht 2, Fail. Wir haben jetzt schon eine Woche nicht mehr aufgenommen. 1, 4, 1 Video aufhören zu machen, weil wir 42, das nie. 42, hey, follow me around. Wir haben nie Innovative Reality 1 gesagt. Wir haben immer nur Innovative Reality 2 gesagt. Zeit, das jetzt zu sagen. Langsam müssen wir mal eins sagen. Herzlich willkommen bei Innovative Reality 1. Ja, guten Tag. Ja, und meine Herzen regenerieren sich erst, weil ich... Das machst du aber erst das Intro und dann nochmal das Outro, wo ich dann nochmal Tschüssikowski sage. Ne, jetzt kommt das Intro. Jetzt kommt das Intro und gleich kommt WhatsApp, ja. So, wir machen heute ein lustiges Ritualchen. Ja. Das denkt sich auch, wenn der Angler denkt sich auch, ein Aalchen. Ja, ein Ritual fängt er sich, ja. Oh Gott. Lol. Ey, nicht die Blumenpflanzen. Ey, hör auf! So's. Wir gucken hier, was der wahre Genießer macht. Ich genieß das doch nicht, das ist voll die Arbeit. Du genießt das. Du bist ein wahrer Genießer. Oh nein, ich denke. Nein! Du hast. Oh, zum Glück sind da. Zum Alter, Glück sind sei da froh, dass da 4 rausgekommen sind. Das ich hab Fortune drauf, da kommt dann immer, glaube ich, das gleiche raus. Fortune ist drauf, ja. Fortsch Düsseldorf. Ja, wir haben jetzt leckere Fried Spider-Lex auch, ja. Die Sache ist halt, dass ich... Oh, der Block sieht geil aus. Die Sache ist halt, dass ich wenig Zeit habe im Moment und Hendrik hatte jetzt auch wenig Zeit, aber jetzt hat er wieder Zeit und ich habe keine Zeit. Löl. Deswegen kamen auch die letzten Folgen ziemlich verspätet bei mir. Bei mir nicht. Und bei mir wird es jetzt generell auch immer mal bei mir war's gar nicht vielleicht so, sogar einen Tag später. Bei mir war es gar nicht so auffällig jetzt die Pause, weil... ich ja noch fast jeden Tag Altipack, eigentlich immer so regelmäßig was senden konnte. Ja, ist extrem scheiße, Altipack, deswegen gucken das auch 2,5 Leute. Eine, der sie zu Hause und mein Speed 1,5 Mal, ja. Bruder. Sein Halbbruder. Ja. Es ist zu Hause und sein Halbbruder. Nee, da muss nur einer. Da kommt dann ein Tier drauf. Hausen in der Middle of the Street. Oh nee, Hausen. Nee. Oh Gott, also, wie dämlich. Oh, das wird ein gutes Thumbnail. Was? Alter. Das Bild hier. Ja, das ist doch noch gar nicht fertig. Ist ja egal. Ey, Dodge. Es soll ja nicht spoilern, ne? Mhm. Was ist das für eine Musik? Chrome Trigger. Ich glaub schon. Nee, das klingt nach. Nee, das passt nicht. Prosecutor's Murmur. Das guck ich mir gerade mal nach, was das für eine Musik ist. Merlin. Oh Gott. Prosecutor's Murmur. Lölalsoos. Was ist das denn? Ace Attorney. Of Spades. Ace! Komm, Ace, das Ritual ist fertig! Gleich geht's los! Ganz komisches Spiel. Ace Attorney's Job. Soll ich anklicken? Bist du wirklich bereit? Oh nein! Oh, ein wahrer Genießer! Ich muss sagen. Oh, sieht das geil aus! Erstmal kommt der Daumenlage. Ein wahrer Genießer! Oh, ist das schön! Noch ein Thumbnail. Noch kein Thumbnail. Oder die Kristalle laden sich wieder auf. Oh ja, der Enderdrache baut sich wieder auf. Geil! Wo ist der denn? Ich habe übrigens währenddessen die Draconic Pickaxe gemacht, weil ich hässlich bin. Guck mal, der spawnt doch erst gleich. Guck mal, hier ist ein roter Punkt. Das ist geil. Hier baut sich etwas zusammen. Erstmal die Kristalle hier kaputt machen, bevor der spawnt. Ah, lölölö. Voll die Hacker hier. Darf man das? Ja. Ich hab sogar hier einen Bogen. Also vermuten wir jetzt nicht so. Ey, dann mach das. Hendrik, der Pro-Skiller. Ja, unheimlich. Get Noscope! Oh, neu geboren ist. Alter, sieht das geil aus. Das sind schöne Thumbnails. Alter, boah, den hab ich nicht getroffen. Alter, ich kann... Es geht los. Das war schon. Boah, Digga. Hinten sind noch welche. Ja. Oh, der ist... Alter, das ist ein anderer. Alter, sieht der geil aus. Mach die anderen Kristalle doch kaputt, du Sack. Ja,
Alter, der hat mich hochgejumpt. Ja, der ist hässlich. Ich heiß nicht, der ist heftig. Der ist hässlich, ja. Der ist hässlich. Alter, der regeneriert ja übelst. Guck mal, wie der regeneriert. Das geht ja nicht. Guck dir das an. Ja, aber ist er nur Kristall hier, oder was? Der regeneriert sich, glaube ich, so. Wenn wir aber beide drauf von kriegen, wie kriegen wir das hin? Ja, ich glaube, das waren jetzt alle Kristalle. Crystal Meth. Kristall Meth. Ich kann ja auch nochmal mit drauf schießen. Ey. Boah. Ja, wenn du drauf schießt, kann er sich nicht regenerieren, glaube ich. Nee, jetzt kann er sich gar nicht mehr regenerieren, so wie es aussieht. Das war wahrscheinlich der Kristall dann, oder was, ne? Ja, irgendwie einer noch. Aber übelst schnell auch. Alter, lass mich doch gar nicht ran, du Sackgesicht. Komm. Na, toll. Übrigens wird Innovation relativ bald, wenn die Folgen zumindest bald zu Ende sein, wie es so ist, denn es gibt nicht mehr viel zu machen mit den Mods. Ja, ja. Aber wir haben auch zwei Livestreams gemacht. Alter. Geil. Oh, was kam denn alles hier runtergeregnet? Alter. Fünf gelbe Herzen. Geil. Brauchen wir ja nicht mehr, Alter. Ein Herz gibt's ja aber, oder? Ja, das gibt's da oben. Das müssen wir, sonst wäre das Ritual ja Verschwendung. Warte noch, bis es runterfällt. Denn es gibt halt wenig nur noch mit Mods anzustellen. Das ist so. Wir werden jetzt noch so 1, 2, 3 Folgen regulär machen noch. Und dann werden wir noch so 4, 5, 6 Baufolgen machen. Wir werden nicht das Lakehouse bauen, das tut uns leid. Nächste Innovative Reality Staffel. Wahrscheinlich dann. Wir werden. Das ist halt sehr aufwendig, ja. Wir werden ein Baumhaus bauen auf einem riesigen Baum. Den können wir eigentlich. Haben wir den mal gezeigt? Nee, ne? Noch nie gezeigt. Dann können wir ja, ganz ehrlich. Können ihn ja gerne gleich mal zeigen. Von euch irgendwie rechtsklick oder so. Wir können ja gerne mal gleich zeigen. Da wollen wir ein Baumhaus drauf machen und da dann die ganzen Themen und Fragen nochmal besprechen und alle quasi am laufenden Band so. Komplette Talk-Folgen dann, so 5-6 Stück nochmal. Ja. Ah, ich hab's, okay. Und dann sind wir halt hässlich. Oh, was ist das denn? Voidstone. Das ist aber neu. Ah, nee, das hatten wir schon vorher. Das spawnt, glaube ich, wenn man den Enderdrachen killt, so wie es aussieht. Naja, kann egal, sein. Das war doch ganz erfolgreich. Mhm, und ich würde sagen, das ist schon die erste ja, Zeit die für die. Ja, die stelle ich dann. Frage. Oh, hier sind okay. Noch ein Drachenei. Creeper-Go-Auftrag, Hashtag für 2 Folgen. Hashtag für 2 Folgen. Ja, Hashtag Frage für 2 Folgen. Nö, wir nehmen die jetzt für eine. Wie alt seid ihr und wie heißt ihr in RL? Nur Vorname. Ja, alles Fragen, die wir schon mal beantwortet haben. Ja, vor allem auch schwierig, wie wir heißen. Hendrik, guck mal! Ja, ich weiß, dass da noch ein Drachenei ist. Hast du noch einen Pisten dabei? Du Genießer. Nee, hab ich nicht mehr. Ah, und beim nächsten Mal, ja. Beim nächsten Mal. Einfach rein. So, also, das sind richtig dämliche Fragen eigentlich. Also, vor allem den Namen. Meint ihr das ernst? Als ob ihr nicht wisst, dass ich Hendrik und dieser Spasti Merlin heißt. Also das wäre ein bisschen komisch, wenn ihr das jetzt nicht wüsstet, außer ihr guckt da gerade auf den Das war Creepercraft, ne? Deswegen absolute Schwachsinn. Ich heiße Kevin. Absolute Schwachsinnssache und eigentlich mit dem Alter auch, weil da steht bei uns beiden im Kanal Infotab, also ich bin 17 und Merlin ist 42. Nein, ich werde im Oktober 16, nicht, 42. Dass ihr jetzt denkt, so ein junger 42. Ah, genau. Servus! Grüezi! Meine Herzen generieren sich nicht mehr so weit. Ach, weißt du, der Herzen? Ja, meine auch nicht. Die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich bin Harzbraun. Man muss mein Mädel sein. Krumm. Genau wie ich. Genau. Ich heiße Krumm. Ich heiße Krumm, ja, so ist das. Und wir könnten ja mal zeigen hier, was wir so als für Wegpunkte haben. Nämlich, ich zeige erstmal hier meinen epischen Ort. Hier, liebe Genießer, gibt es einen super tollen epischen Ort. Also das ist richtig Old Virgin, deswegen habe ich es eigentlich reingemacht, was leider viel zu selten vorkommt. Aber so diese krassen Überhänge, die man hier sieht. Nein, die Desert Eagle Sounds. Nein. Sieht richtig scheiße. Da schießen sie. So ein Scheißdreck. hier, also diese krassen Überhänge, die es wirklich damals häufiger gab, die gibt es hier auch, allerdings viel zu selten und dafür gibt es hier viel zu viele Scheißbiome. Aber hier rein könnte man eigentlich auch was Geniales bauen. Oder halt ihr, hier, es liegt direkt an einem Zelda-Dungeon. Den wir mal aufspringen müssen. Zelda-Dungeon. Ich würde sagen, liegt direkt am Zelda-Dungeon. In einer weiteren Folge werden wir auch mal noch
die Zelda Dungeons mit der R211 oder wie, wie das Ding heißt, der 202. Ding! Werden wir mal aufsprengen. Das wäre dann ganz praktisch, weil die Dinger kann man ja auch einfach aufspringen, diese großen Dungeons. Und dann kann man einfach den Bosskampf machen, ohne den Schlüssel zu besitzen. Ist das nicht toll? Ich werde mich jetzt auf den tollen, ich werde jetzt den tollen Baum zeigen, diesen riesigen. Ja, ich will auch zu dem Baum. Oh, geil. Und dann werde ich da ein tolles Lied auf meiner Ocarina spielen. Ocarino. Wie groß ist der Baum? Wie groß ist der Baum? Hier, der richtig fette Baum. Und es ist einfach perfekt für ein Baumhaus. Ja, also das ist ein richtig fetter Baum. Meinst du wirklich, dass der von Ancient Trees ist oder ist der von Raccoon Complex irgendwie oder sowas? Der ist von Ancient Trees, weil ich ein Let's Play vom Creeper Chaos oder Chaos Creeper, wie auch immer der heißt, gesehen habe und der hat das, der hat gesagt, das ist hier einer, ein Ancient Tree, wo er drauf anfängt. Der ist hier gespawnt auf so einem Ding. Lol, Sars. Das ist klasse. Ja, ja. Das war doch wunderschön. Mode Dance. Das habe ich mich vor der ganzen Community blamiert. Ja, das ist klasse. Ich würde irgendwas was. Soll ich meine Baum mit Vane meine abbauen, dann müssen wir die letzten 5 Folgen nicht mehr drehen. Egal, Mode Emote Cheer. Ja, wir freuen uns alle. Nö. Wie doof das aussieht, wenn man damit mit den Armen. Wie doof einfach. Und Emote Clap natürlich. Emote. Ja. Alter, ich wackel mit meinen Flügen noch dabei, wenn ich hier. Alter! Wie dumm das aussieht. Alter, es sieht so in der First-Person-Sicht, dieses Clap musst du mal machen. Ach, das sieht so. Das sieht aus, Alter. Das sieht aus. Oh. Oh, fuck. Alter, das sieht ja so verdächtig aus. Da haben wir schon bei dieser einen Dingens, haben wir ja gesagt, das sieht sehr verdächtig aus. Der R-Gitar. Aber das ist nichts gegen die R-Gitar, ganz ehrlich. Vor allem die zweite Hand. Clap, 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 clap. Alter. Wo nicht Clap, sondern Fab. Richtig, Merli, das war ein richtig eloquenter Wortwitz. Penis. Der Penis. Ja, so weit sind wir gekommen, genau. Ja, das ist ein richtig geiler Baum hier. Das ist schön, und das die Gegend, die ist richtig klasse. Man kann sich über ins Wasser fallen lassen. Der Baumexperte. Mhm, und da vorne ist wieder was Lustiges. Koks. Wir müssen die Bong nochmal rauchen. Ich ziehe am Kassenbon. Oh Gott, ey. Die ja, der Kassenbon. Also ich finde den Baum schön. Wow. It's just another ancient tree. Oh Gott, just another ancient tree. Ja doch, doch, Innovative Reality 3 war lustig, aber der Rest wird ab sofort nur noch scheiße. Ich teleportiere mich mal zu Roffelkopter. Ach, Roffelkopter war einfach nur die Höhle, da wo ich gemeint habe. Oh, wir haben hier Mithril vergessen. Oh, scheiße. Riesige Pyramide, kann man nämlich auch mal gucken. Oh, ich habe übrigens in den Deeper Caves irgendwo einen Konba-Spawner gefunden. Den müssen wir auch irgendwie mal einen Autospawner draus machen. Oh, das wäre so gut. Konba-Autospawner. Wieso denn Konba-Spawner? Autospawner. Weil das lustig ist. Wieso denn Autospawner? Was meinst du denn? Ja, einfach so ein Soul-Shards wieder. Oh, hier ist. Eine Pyramide. Alter, wieso leckt das hier? Ich weiß nicht. Aber wir haben ja nicht mehr auf Peaceful, ne? Das erklärt einiges. Was ist das denn? Ah! Das ist mir neu. Was? Hier diese riesige Pyramide, die wir gesehen haben, das ist ein neuer Eingang für Roguelike Dungeons. Echt? Ja. Lööl. Guck mal hier, du Gesichter. Sehen die aus wie die normalen dann, oder wie? Nicht ganz. Komm mal mit hier hin. Alter, nee, ich habe immer noch so wenig FPS, 12 FPS. Das ist gut. Ein. Nee, ich muss mal kurz disconnecten und reconnecten. Das ist manchmal so bei Innovative Reality Server, weil die einfach scheiße sind. Nein. Doch. Das sieht relativ normal aus, ja. Relativ neu. Aber es gibt schon anderen Loot auf jeden Fall. Okay. Naja, wir haben tolle Dinger. Dinge. Alter, wie das erschreckt, das ist so ein Glavworld-Dingens ist das hier. Glavworld-Bett. Los, la, lol, los. Ist komisch, diese Hopper. Gebilde. Ui. Meister Hopper. Oh, Alter. Nehmen wir mal alles mit hier. Ne, Hendrik, Meister Hopper. Ja. Alter, ja. Können wir da kann alles. Ich nur zustimmen. Geben kann ich so, nur Charge Draconium Block. Löl. Los. So, wir machen jetzt nochmal das gleiche Ritual wie vorher mit dem TNT und warum dem kam da eine Quarztreppe raus? Oh, da will ich auch unbedingt wieder beiwohnen bei dem Notgun-Ritual. Emote Clap. Ah, das sehe ich gar nicht. Gott, da sind noch 16 Stück. Alter. Scheiß, die Wand. Wie lebst du denn hier mit diesem Ding hier? Es ist schön.
Oh, ich habe auch wieder des Todes FPS. Ja. Oh, ich habe hier von Vincent Lee habe ich den Gentleman hier, was für die Apecrap-Parodie gedient hat. Ist das nicht toll? Du meinst eher für... Ach so, nee, okay. Alles klar. Alles normal. Egal. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, das wäre ein bisschen doof. Ich hoffe schon. Oh, ich habe wieder dieses Instruction Manual. Fuck, ich sterbe gleich wirklich. Nein, sterbe ich nicht. Okay. Ich brauche, TNT. Da, oh, und das ist richtig Eva, komisch. Naja, und jetzt müsste ich aber auch mal meine Frage jetzt stellen. Jetzt kommt das Ritual. Hücken. Ja, ja. Hücken. Aber erstmal DimmyBro22. Frage für die Folge. Was habt ihr noch in den jungen Jahren gespielt? Hashtag Aktive. Ja, ja. Wir, ich frage mich, was diese Aktive auf sich hat. Haben wir da gefragt, ob wer aktiv ist, oder wie? Keine Ahnung, was das war. So ein Schwanz, Alter. Also, die auch zu laut. Komm, Hendrik, das Ritual. Ich mache aber mal... Das Spezial. Ich will aber Emote Clap mit Doppelten machen. Emote Clap. Der nimmt die andere einfach weg, okay. ich muss das auch nochmal machen, das war... Emote. Also ich habe gespielt damals... Oh. Zoo Empire, das war so ein Zoo-Spiel. Pro Evolution Soccer 6 spiele ich manchmal sogar immer noch. Will der sagen, dass ich alt bin? Ja, wahrscheinlich schon. Okay. Also es gab da einiges, was ich gespielt habe. Da habe ich damals noch ganz oft Klonk habe ich gespielt. Das war auch so ein bisschen Minecraft-ähnlich. Gronk und Klonk. Gronk und Klonk. Ja, Klonk war praktisch Terraria in realistisch. Haben wir das schon mal gezeigt? Was haben wir schon mal gezeigt? Den Cometicraft-Altar. Nee, den haben wir auch noch nicht gezeigt hier unten. Den, ja, der ist scheiße, der funzt nicht. Den Mann, den nicht hinbekommt. Weil Mann einfach so schlecht für die Welt hin, ist. Irgendwie, wenn ich da was crafte, steht irgendwie das so durch. Wenn ich mir das angucken würde, wäre das wahrscheinlich wieder so ganz schnell gelöst, so wie mit den Mods ungefähr. Ja, egal, komm, wir machen jetzt das Ritual. Ja, ja. Also, was habe ich denn nochmal gespielt? Ich weiß es nicht. Patterson und Findus. Patterson und Findus, das Spiel. Ja. Nein, nicht. Das war knapp. Los. Aber es ist sehr schön. Alter. Oh nein, das ist die Erde. Wie doof. Lel! Alter. Guck dir die Scheiße an. Ich stell mich hier drauf auf den Schwanz hier. Der Schwanz, das sieht richtig, richtig normal aus. Ja, Merlins Größe ist das. Sicherlich. Alter. Ja! Warum kommt denn nur 4 raus? Oh. Oh Mann, ey. Das war toll. Ja, klar. Das war krass. Wäre auch irgendwie voll OP, wenn es nicht wäre so. Ja, für alles. Alle diese Grammatik, so. Wenn es nicht wäre so. Oh nein, Scheißdreck. Was denn damit? Oh nein, da geh mir fort mit dem Scheiß. Ja, das ist toll. Ja, sonst auch in den jungen Jahren, was habe ich denn da noch so gespielt? Also Zoo Empire habe ich gar nicht. Das war super. Das Zoo Empire ist wirklich richtig lustig. Oh Gott, was habe ich denn noch für das Spiel gespielt? Claw habe ich gespielt, Captain Claw. So ein, das war so ein das hat man auch im Schwimmbad, Claw. Oh Gott. 2D Jump'n'Run mit so einer Katze, mit so einem Katzenkapitän, ganz komisch. Das habe ich auch mal gesagt, da wollte ich echt mal ein Let's Play von machen, aber das ist, ja, genau so. Und hier gibt's keine Tiere mehr. Das nervt mich tierisch hier. Oh Mann. Sonst, puh, da habe ich eigentlich hab viel gespielt. Sims, ganz lange Sims. Und Need for Speed, wie konnte ich das vergessen? Sims habe ich eigentlich nie wirklich gespielt. Sims 2 bis zum Erbrechen. Ganz, die Simpsons? Ganz, die Simpsons, Alter. Die Simpsons habe ich ganz, ganz, ganz oft gespielt. Need for Speed, Most Wanted auch ganz oft. Underground 2 relativ häufig. Aber Most Wanted habe ich so oft gespielt. Boah, Alter. Bisschen Carbon auch noch, aber sonst auch nicht viel. Carbon fand ich ja schon wieder scheiße. Aber krass, nee, ich hatte, Alter. Realität! Endlich hast du mal ausgesprochen. Ja, also ich kann mich nur an Bob baut einen Park erinnern. Das war noch lustig damals. Oh Mann. Ja, egal. Da gab es irgendwie immer so einen Park, den man bauen sollte. Dieser Name. Da gab es so einen Park, den man bauen sollte. Und da konnte man den Teich frei wählen. Ich hatte genau immer auf den Fußgängerweg gemacht. Du bist echt so ein richtiger Thug-Life-Mensch hier, ja. So ein richtiger Spasti, Alter. So ein Scheiß. Die gehen da lang und denken sich nicht so nach, die so scheiß Zeich. Ja, in ganz jungen Jahren, ich glaube, das ist wirklich so interessant. Da habe ich halt auch so ein Spiel gespielt wie Benjamin Blümchen oder Pingu oder sowas. Das war super. Not! Und, aber das zählt ja nicht wirklich. Aber so in jungen Jahren habe ich wirklich das gespielt, was ich so gesagt habe. So mit so 8 Jahren oder so. Gar nichts, ja fast. Nee, waren schon einige Spiele dabei. Wir würden bestimmt noch mehr einfallen, aber das sind erstmal so die nennenswertesten, glaube ich.
Ja, Sims 2, das war's. Ja, und wir machen jetzt den restlichen Teil auf Skin, also wenn wir die ja durch und dann war's das, ne? Ja, dann war's das. Ne, mit der Folge war es auf jeden Fall schon. Rar, Alter, warum, warum ist der immer noch am Laufen? Ja, dann weil ich gerade Schadstrakoning-Blöcke mache. Das macht kein Mensch, das, warum haben wir das überhaupt in unserer Basis stehen? Stimmt, das macht Sinn, das rauszustellen. Aber lass es erstmal da jetzt. Jetzt ist egal, jetzt ist Innovativity zu Ende. Was denn da ist? Nein, das ist jetzt nicht zu Ende. Es kommen noch ein paar Folgen, aber nicht wirklich mehr produktive, weil es gibt nichts Produktives mehr zu tun. Also außer die komplette Welt abzuholzen. Also ich werde auf jeden Fall... Wir können am Ende da ja nochmal Harikits machen, die komplette Welt abholzen. Nein, das machen wir nicht, das ist viel zu schön. Bane Miner minus 1. Ja, oh, wir laden die ja eh hoch, da kann man sich die ja wieder heile runterladen. Und kaputt. Aber ich werde erstmal auch noch mal ein bisschen mit Mariculture machen, dann wollen wir vielleicht so ein paar Zelda-Dungeons einfach aufsprengen und die ganzen Sachen plündern. Das haben wir ja schon mal. Nee. Ja, stimmt, also können wir noch ein paar. Die Großen leben. Waren wir noch nie drin. Stimmt, die Großen. Ja, doch, die Großen war ich schon mal einmal drin, die habe ich auch aufgesprengt. Ja, das müssen wir mal in der Folge machen, auf jeden Fall, ja. Nö. Nee. Ja, das war's aber auf jeden Fall für die Folge jetzt. 21 Minuten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr Genießer. Das waren eure Innovativity-Experten. Die Innovativity-Experten. Und guck mal, Hendrik. Hier. Ja, oh nein, man kann... Nochmal einen schönen... Ah nee, das wollte ich gar nicht, ich wollte mir nochmal einen kleppen. Einen kleppen? Ja, genau, sonst am Ende der Folge nochmal einen... beim Fliegen, Realität. Alter. Emote die Klepp. Zweite Hand einfach nicht da ist, es ist so gut. Ist sehr verdächtig. Klar, dass es mit der F1 nicht geht, das wäre super. Naja, wir müssen diesen einen Player-Models-Mod das zusammen machen. Da gab es ja diesen, wo man sich so auch seine Beine sehen konnte und so. Ja, wenn es das gibt. Oh, stell dir vor, dann diese Clap, Alter. Oh. Das wäre toll, Alter. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, die niemals kommen wird, ihr so kleinen Spassis. Nein, Spaß. Ja, gut. Dann auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns dann niemals wieder. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.